Hallo Selbermacher, jetzt wird's knifflig. Denn wenn es beim Tapezieren um Ecken und Nischen geht, ist Können gefragt. Also, Ohren gespitzt. Step 1. Innenecken. Bei Innenecken solltest du die Tapete immer schneiden und niemals über die Ecken kleben. Du kannst dir auch einen speziellen Kleister, sogenannten Dispersionskleber, besorgen und die Ecke damit einkleistern. Dann klebt die Tapete noch besser in den Ecken. Step 2. Fensternische. Um eine Fensternische oder eine Außenkante zu tapezieren, gehst du wie folgt vor. Zunächst kleisterst du die Nische ein und nicht an Kleister sparen. Lege dann die Tapete über dem Fenster an und schneide die obere Kante ein. Dann den unteren Teil an der Fensterbank einschneiden und festkleben. Drücke die Tapete in die Fensternische und achte darauf, dass alles glatt ist und fest sitzt. Step 3. Um bei einer Mustertapete den oberen Teil des Fensters richtig zu tapezieren, brauchst du ein zweites, identisches Tapetenteil. Kleister jetzt die Tapete an die Wand und lege das zweite Teil passend an. Die Tapete ist jetzt doppelt an der Wand. Schneide sie vertikal ein. Drück dann die Tapete an den oberen Teil der Fensternische und schneide die Reste ab. Jetzt schneide die doppelte Tapete noch ein und ziehe sie ab. Deine Fensternische ist nun fertig tapeziert. Respekt, wer es selber macht.